Hallo zusammen, herzlich willkommen bei der zweiten Live-Dego heute auf Just Drink. Wir dürfen auch heute etwas zum Thema Gin erzählen. Jetzt fange ich schnell mal an, wer sind wir? Mein Name ist Alexandra, ich bin doch schon seit einigen Jahren in der Getränkebranche unterwegs, habe schon vom Bier über Wein bis Spiritosen bei ein paar großen Firmen hineinschauen dürfen. Und bin jetzt seit 2019 für das Spiritosen-Portfolio bei EasyDrink zuständig. Letztes Jahr habe ich gemeinsam mit dem Moritz die Spiritosen-Sommelier-Ausbildung gemacht und wir haben sie beide bestanden. Und wir zwei dürfen euch heute die nächste Stunde begleiten und euch ein paar spannende Gin- und Mix-Möglichkeiten vorstellen. Moritz, magst du noch schnell was zu dir sagen? Hi, guten Abend, ich bin der Moritz Hoffmann. Bin gelernter Hotelfachmann, habe die letzten 10 Jahre an verschiedenen Bars geschafft, 11 Jahre, 12 Jahre knapp. 4 5-Sterne-Hotels, dazwischen mal Cocktailbars und ja, so haben wir uns kennengelernt letztes Jahr beim Spirituosen-Sommelier-Kurs. Und ja, darum sind wir hier, um schöne Gins vorzustellen heute. Ich freue mich drauf. Sehr gut. Dann, bevor wir losstarten, noch ein kurzer Hinweis. Wir hoffen, ihr seid alle schon zu Hause, vielleicht sogar mit Freunden, die bei euch zu Hause sind und mit denen ihr gemeinsam jetzt die Gins verkostet. Sollte jemand von euch doch noch irgendwo unterwegs sein und sich gedacht haben, er kann nachher noch mit dem Auto nach Hause fahren, bitte lasst es sein. Wir werden doch 5 Gins verkosten, sowohl pur als auch dann im jeweiligen Mixer. Da kommt dann doch einiges zusammen. Also da bitte verantwortungsvollen Genuss walten lassen. Und wenn ihr schon zu Hause seid, gerade noch mit Freunden und Kollegen, dürft ihr natürlich dann auch nachher, wenn wir mit der Gin Dego durch sind, alle von diesen 5 Varianten austrinken und einen schönen Abend haben. Überhaupt kein Problem. Das noch an der Stelle. Dann, was braucht es heute noch für einen schönen Abend? Wir haben euch ein paar Unterlagen auch zugeschickt, beziehungsweise auch ein paar Infos mit auf den Weg gegeben, was heute so gebraucht wird. Ganz wichtig, Eis. Ich hoffe, ihr habt alle Eiswürfel daheim. Die brauchen wir dann sicher zum Verkosten und danach auch noch zum Mixen. Ein paar Gläser, auf jeden Fall 5, damit wir jeden Gin und jede Gin-Tonic-Variante oder Mixer-Variante dann auch noch verkosten dürfen. Das Wasser schadet sicher auch nicht zum Zwischendurchtrinken. Die gut gekühlten Tonic, die mit im Paket mit dabei waren und eben eure kleinen Miniaturen, die dürft ihr schon mal herrichten, weil die brauchen wir dann nachher gleich zum Start. Dann ist es so, dass ihr eine Chat-Funktion habt. Also ihr könnt uns auch direkt Fragen stellen im Chat. Wir werden die dann immer zwischendurch beantworten und hoffen, dass wir da auch auf jede Antwort die richtige Frage haben. Und wenn nicht, kommen wir sicher sehr gerne später auf euch zurück. Gut, genug geredet. Ich würde sagen, wir starten mal in... Reiten wir zur Tat. Genau, so eine Gin-Degustation. Jetzt ist es ja so, wenn wir von Spiritosen sprechen, dann würden wir jetzt eigentlich anfangen und euch etwas über die jeweiligen Rohstoffe zu der passenden Spiritose berichten. Ihr wisst das vielleicht, Spiritosen, also Alkohol per se, kann aus ganz vielen Rohstoffen gewonnen werden. Das reicht von Weizen bis Mais bis Obst, Früchte, Trauben, alles Mögliche. Wir werden uns aber heute beim Gin nicht auf den Alkohol per se, also auf den Rohstoff konzentrieren. Weil bei Gin ist es so, dass man jeden Basisalkohol verwenden kann. Was beim Gin viel wichtiger ist, sind die Botanicals, also die Kräuter und die Gewürze, die da hineinkommen, die dann auch das spezielle Aroma ausmachen, das man vom Gin kennt. Und wir wollen uns heute auf das fokussieren. Jetzt habe ich schon gesagt, das Wort Botanicals. Ganz wichtig ist, wie kommen denn diese Botanicals, also der Geschmack von diesen Kräutern, in den Gin? Das ist mein Stichwort. Das war das Stichwort. Genau. Die sogenannten Botanicals sind prinzipiell eigentlich nur Pflanzenzusätze, das heißt die Geschmacksnoten, die dann den Gin seinen Charakter verleihen. Jetzt haben wir eben den Basisalkohol. Da gehen wir nicht weiter drauf ein. Wir haben künstliche Zusätze, da gehen wir auch nicht weiter drauf ein. Wir beschäftigen uns mit den destillierten Gins. Kann man machen, muss man nicht. Künstliche Farbstoffe. Kann man machen. Braucht man nicht. Genau. Es gibt
mehrere Möglichkeiten, den Gin damit zu versetzen. Wir beschäftigen uns heute mit den drei wichtigsten. Das erste wäre die Mazeration. Das ist quasi ein Einlegen in den Alkohol, bevor er nochmals destilliert wird. Ein Einlegen der Botanicals, der Pflanzenzusätze. Gehen wir später noch genauer darauf ein, was das ist. Die legt man ein. Genau, wenn eingelegten Alkohol, dann haben wir die. Genau, dann haben wir die Perkulation. Entschuldigung, das war einmal, genau, ich vergleiche es mal mit Tee, da wollte ich ansetzen. Ähnlich wie beim Tee ins heiße Wasser, man entzieht dem, also die scharfen Alkohole lösen die ganz feinen Stoffe aus den Botanicals raus. Die Perkulation ist ein Überlaufen, das heißt, das Destillat läuft über die Botanicals drüber und nimmt den Geschmack mit, bevor er dann nochmal destilliert wird. Und dann haben wir noch die Dampfinfusion oder auch das Caterhead-Still-Verfahren, Vapor-Infused. Da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Da wird im Destillierkolben, vielleicht ist euch bei euch die Destillation schon ein Begriff, die Alkoholgase steigen auf und kondensieren an einem Kühlungsrohr. Und vor der Kühlung werden die Botanicals in ein kleines Kupferkörbchen gehängt und nur der aufsteigende Dampf entzieht den Botanicals quasi die Geschmacksstoffe und landet dann am Ende im Destillat. Also auch sehr fein. Das Dann wäre auch hat man schon. auch sehr feine Gins. Genau, Genau. das macht aus, dass die Gins sehr weich werden, weil die Botanicals in den scharfen Alkohol zu legen, ist immer sehr, sehr intensiv im Vergleich zu, wenn nur der Dampf die Botanicals mitnimmt, die Geschmäcker, dann wird das ganz weich. Und haben wir heute auch einen Gin. Der so Welchen? gemacht ist, ja, das Welchen ist haben wir so. denn? Wobei, jetzt muss man schnell dazu sagen, das sind jetzt die wichtigsten so Verfahren gewesen. Es gibt noch mehr. Man kann auch jedes Botanical einzeln destillieren und dann wieder Genau, und dazufügen. am Also es Ende. gibt wirklich sehr, sehr viele, aber wir konzentrieren uns heute auf die drei. Jetzt haben wir so viele Botanicals geredet. Jetzt haben wir euch hier noch was mitgebracht. Wir haben so einen Botanical-Koffer noch dabei, wo man so die, ich sage jetzt mal, die wichtigsten sieht. Und eines davon ist extrem wichtig. Das ist sogar ein Must, wenn wir von einem Gin sprechen, das ist die Wacholderbeere. Also ein Gin, damit er sich Gin nennen darf, muss nach Wacholder schmecken. Das ist auch das, wenn ihr das erste Mal so einen Gin riecht, das ist dieser vorherrschende Geruch, den man auch sofort in der Nase hat. Das sind eben genau diese Beeren. Aber nichtsdestotrotz hat noch einen Haufen anderer Botanicals, ein paar haben wir da. Was fällt dir da ein, Moritz? Was sind so die wichtigsten Botanicals oder die häufigsten Botanicals? Also, wie jetzt hier auch bei diesem kleinen Aromaset, so 10, 12, 15 Botanicals sollten schon in einem ehrlichen Gin drin sein. Und da haben wir Wacholder natürlich als Hauptkomponente. Und da können nach und nach, sind eigentlich der Kreation keine Grenzen gesetzt. Also, man kann Zitrusaromen mit reinbringen. Es können Kräuter sein, es können Beeren sein, es können Blüten sein, Nüsse, alles, was quasi einen Geschmack mitbringt, den man mit Alkohol ein bisschen entziehen kann. Oder einen guten Geruch. Genau, einen guten Geruch. Also wie man es auch vom Wein her kennt, ist es ja schön, auch wenn die Nase, man schmeckt hauptsächlich über die Nase. Und wenn man da schon ein schönes Produkt im Glas hat, freut man sich auch noch viel mehr aufs Probieren. Gibt es eine Beschränkung bei den Botanicals oder was passiert jetzt, wenn ich 60 verschiedene Kräuter zusammenmixe? Das sollte man schon bewusst machen. Also nicht einfach mal 50 Botanicals mit zusammenschmeißen und schauen, was rauskommt. Die Destillateure, die sehr viele Botanicals nehmen, wissen ziemlich genau, was sie tun. Also man fängt mit den Grundrahmenbedingungen an und dann arbeitet man sich nach und nach mit dem Geschmack hoch. Ich vergleiche das immer gerne mit einem Wasserfarbmalkasten. Wenn man alle Farben zusammenmischt, dann kommt eigentlich keine schöne Farbe bei Kommt das raus. Graubraun, Genau, Grün, aber Rot raus? alles in Maßen kommt dann eine schöne Komposition bei Ja. raus. Und ja, also 50 Botanicals ist schon, ich würde nicht sagen die Obergrenze, aber das ist schon roundabout 50, ist schon so wie ein Maximum, würde ich sagen, dass man das noch gut harmonieren lassen kann. Okay. Danach gehen auch viele unter, die man gar nicht mehr rausschmeckt. Also wir haben heute auch einen Gin da, der hat 47 Botanicals da. Und das Mit ist ja dieser auch schon nah an Gesamtzahl. der 50 dran. Genau, gehen wir dann nachher drauf ein. Okay.
Aber wir fangen erstmal mit einem London Dry Gin an, ein ganz Genau, ehrlicher starten wir Gin. gleich. Und zwar, so wie es der Moritz gesagt hat, wir starten beim London Dry Gin. Und zwar starten wir beim Bombay Sapphire Gin. Das seht ihr jetzt auf dem Etikett. Wir haben hier die großen Flaschen da. Ihr habt die kleinen Flaschen. Das Etikett vorne ist dasselbe. Also auch hier seht ihr schon abgebildet, steht Distilled London Dry Gin drauf. Jetzt bleiben wir schnell bei dieser Bezeichnung. Das ist nämlich keine Bezeichnung für die Herkunft, auch wenn jetzt der Gin aus UK kommt und auch in der Nähe von London hergestellt wird, sondern da geht es wirklich um das Herstellungsverfahren. Ihr habt es vorher gesehen. Wenn London Dry Gin am Etikett steht, dann geht es darum, dass alle Botanicals gemeinsam maseriert werden, also in den Alkohol eingelegt werden. London Dry Gin ist auch eine Qualitätsbezeichnung, weil beim London Dry Gin keine künstlichen Aromen und Farbstoffe erlaubt sind und auch nur ein sehr geringer Zuckeranteil. Also London Dry ist immer eine gewisse Qualitätsbezeichnung auch. Dann, was fällt uns noch auf am Etikett? Das ist noch ein Hinweis. Wir hatten es vorher auch bei dem Verfahren, steht auch Vapor Infused drauf. Das ist jetzt genau dieses Destillationsverfahren, wenn der, so ein Dampfinfusionsverfahren, wenn der Korb mit dem Botanicals gefüllt drinnen hängt, worauf eben Genau. ein sehr feiner Gin entsteht. Und was beim Bombay auch noch speziell ist, vielleicht haben ja auch einige von euch den in der Hausbar stehen, man weiß es nicht so genau, auf den kleinen Flaschen ist es leider nicht mehr abgebildet, aber auf der großen Flasche sieht man auch, die wichtigsten Botanicals sind noch auf der Seite aufgeführt. Und da haben wir jetzt einen Gin, der hat doch eine rechte Vielzahl an Botanicals drin. Das geht von Paradieskörnern bis Lakritze, Mandeln ist drinnen, Wacholder natürlich, Zitrone, Koriander, Angelika-Wurzel. Also da ist schon sehr, sehr viel drin und macht auf jeden Fall Lust, ihn eigentlich gleich einmal zu Macht auf probieren. jeden Fall Spaß, Jetzt. Du machst das ja relativ häufig auch an der Bar. beruflich kann man sagen, ja. Du machst das beruflich, genau. Genau. Und du bietest ja auch an der Bar deinen Gästen des Öfteren einmal einen Gin einfach so zum Okay. Verkosten an. Wie würdest du das jetzt unseren Zuschauern daheim am besten erklären? Oder was ist so der beste Ablauf für so eine Degust? Genau, der beste Ablauf wäre, auf jeden Fall die Spirituosen erstmal nicht gekühlt zu haben, sondern bei der Zimmertemperatur. Und vielleicht auch mal pur degustieren. Ich weiß, es sind jetzt 40% Alkohol oder roundabout 40, in dem Fall 37,5. Und da sollte man nicht wie beim Wein direkt die Nase komplett ins Glas stecken, sondern erstmal sich herantasten mit, von der Ferne, dass man die leichteren Alkohole erstmal riecht. Und dann kommen auch schon die ersten Aromen. Spielt sogar Also, eine Rolle, ob man unten oder oben am Glas riecht. Also, was man da natürlich jetzt riecht, das ist eben was dieser riechst du? Wacholder, Was was wir riechst? gerade vorher Genau. gesagt haben, das ist wirklich so dieser erste Geruch, der in die Nase kommt. Hat aber auch so eine schöne Frische, ich finde, das ist auch Zitrus. Riecht man so ein bisschen Finde auch raus. leicht pfeffrig. Ja. Also dieses Ätherische vom Pfeffer, so manchmal ein bisschen, wenn man Pfeffer frisch malt, hat das auch den Charakter. Und wenn man das jetzt gemacht hat, was würdest du dann vorschlagen? Dann einfach mal einen Schluck probieren und dann ist die Zunge auf jeden Fall schon mal benetzt, was wir noch vor uns haben. Natürlich sind das 40% Alkohol, aber das ist auch eigentlich immer nur der erste Schluck, weil wir als Spirituosen-Sommelier haben uns natürlich auch länger und öfter damit beschäftigt, 40% als Basis zu nehmen und daran die Geschmäcker nach und nach zu erkennen. Wenn das jetzt auch ein bisschen scharf war, kann gerne mal einen Eiswürfel oder zwei Eiswürfel dran machen und gucken, was passiert. Das würdest du so immer empfehlen, oder? Genau, Das das wäre jetzt würde ich eigentlich auch immer so zuerst der erste Schritt. die Spiritose pur probieren, Genau. ohne eigentlich schon eins drin Und mit der Nase anfangen, ganz wichtig. und dann einen Eiswürfel, ein oder zwei Eiswürfel hineingeben und mal schauen, ob sich da etwas dran verändert. Genau, kurz schwenken. Hat eigentlich nur den Effekt, nicht mal wegen dem Eis, dass es schnell runterkühlt, sondern hauptsächlich, dass es leicht verwässert und das streckt den Geschmack ein bisschen mehr auf, sodass man die Facetten leichter Mama, rausriecht. Und sieht man auch, was hat ja. sich verändert? Also ich Mama, man finde. sieht auch, dass man noch was anderes rausriecht. Ich finde, es riecht auch sehr nach dem Koriander. Kommt so ein bisschen raus. Plötzlich hat man auch dieses Lakritz-Aroma ganz leicht. Ist einfach schön
Ja, wie hat so eine gewisse Frische bekommen, nur weil es ein bisschen mehr Wasser mit drin hat. Probieren wir nochmal. Schon viel angenehmer. Jetzt ist ja die große Challenge, wie so oft, wenn man probiert, etwas zu beschreiben. Welche Wörter nehme ich? Wie probiere ich jetzt, das jemandem zu erklären, der das vielleicht jetzt nicht gerade mitmacht? Oder wie, ja, wie umschreibe ich das? Ihr habt alle in den Unterlagen zwei Sachen gehabt, die euch genau dabei helfen. Und zwar habt ihr so einen Bogen, den man jetzt auch hinten bei uns nochmal eingeblendet sieht. Das ist so ein ganz ein klassischer Ein Spirituosen-Testbogen oder ein, so, wo man den Geschmack angeben kann, wonach man Spirituosen beurteilt. Wir würden den jetzt einmal mit euch mal so durchgehen und die Idee ist eigentlich dahinter, dass ihr das für euch zu Hause selber macht, dass ihr mal hingeht und für euch selber, angefangen beim optischen Eindruck, was jetzt bei den meisten Gins, die wir heute haben, werden noch ein bisschen einfacher ist, weil ein Gin ist im Normalfall immer eine klare klare Spiritus. Flüssigkeit. Es ist in den meisten Fällen farblos, nicht in allen Fällen, aber in vielen Fällen eine farblose Spirituose. Beim Geruch, die Intensität, es ist halt wie immer, oder? Der Geschmack ist auch unterschiedlich. Also man kann auch einen Geruch unterschiedlich intensiv wahrnehmen, von sehr neutral bis hin zu extrem ausgeprägt. Aber wir werden das jetzt im Laufe von der Degustation heute auch merken, dass verschiedene Gins doch noch einen sehr intensiven Geruch auch haben, wo man dann hingehen kann und sagen kann, der ist jetzt so, der wäre jetzt so mittel. Es gibt aber auch welche, die mehr Richtung ausgeprägt gehen. Wenn wir von Aromaausprägung oder von dann Geschmack reden, ist das, was wir vorher probiert haben zu beschreiben, dieses Aroma, das Rohmaterial, vielleicht weg von den Botanicals, die riecht man raus. Dann kann man das auch unter Aromaausprägung gut beschreiben. Und wenn es dann in die Geschmacksrichtung geht, habt ihr auch das große Aromarad mitbekommen, das euch helfen soll. Es gibt so verschiedene Räder. Wir haben jetzt sowas auch noch mitgenommen. Das sind so Aromaräder für Gin, wo man sich immer von innen nach außen handelt. Genau. Das heißt, hier hat man so im inneren Bereich die wichtigsten oder die ersten Beschreibungen, die einem sofort in den Sinn kommen. Und je weiter man nach außen geht, desto mehr erkennt man eigentlich, was denn was für ein Botanical kann da drinnen sein, was ist das für ein Kraut. Wenn man sagt, hey, ich rieche von Anfang an Grapefruit heraus, dann kann man auch sagen, es ist eben sehr zitronenlastig, kann sich da auch Genau. zurückbewegen. Und das haben wir euch jetzt hier für den ersten Gin, in dem Fall für den Bombay, schon vorausgefüllt. Und haben da jetzt eben auch gesagt, das ist garantiert, das ist sicher ein sehr frischer Gin. Er hat wirklich Zitrusnoten und das war auch gesagt, eben dieser Pfeffer, oder? Genau, er hat so Diese leicht wie Paradieskörner frisch sind auch sehr gemahlen. pfeffrig. Das merkt man dann auch noch dazu. Ja, genau. Jetzt bleibt sie nicht beim Gin. Genau, wir sind ja, wir probieren heute auch Gin Tonics. Wir haben einen wunderschönen Tonic. Was für ein Tonic würdest du dazu nehmen? In dem Fall, weil wir mit einem London Dry Basic Gin Ja. anfangen, sage ich mal, fangen wir auch mit einem Basic Tonic an. Dazu muss ich aber sagen, wir möchten auch anregen, dass jeder, der die Kombination jetzt halt auch schon kennt oder vielleicht auch zur Genüge kennt, schon gerne gehabt hat, kann sich auch gerne an das andere Tonic wagen. Wir fangen jetzt einfach für die Struktur, für den Aufbau, für unsere Degustation fangen wir erstmal an mit einem ganz Basic Tonic. Einfach einen ganz kleinen Schluck Ja, das erstmal sagst du ein. auch immer. Nur Genau. einen Schluck und Genau. nicht sofort das ganze Glas auffüllen, weil man möchte ja nachher noch schmecken, wie sich's verändert Wir hat, oder? möchten beobachten, Was was sich passiert? verändert. Ja. Man kann jetzt noch Eis dazu machen, wie auch immer. Jetzt haben wir unser, und ihr hoffentlich auch, die Tonics gekühlt. Jetzt ist die Zugabe von Zucker, in dem Sinne auch noch Kohlensäure, ist wie ein Geschmacksverstärker. Also auch die Luftbläschen auf der Zunge sind auch wieder mehr Oberfläche für Sauerstoff und den Geschmack zum Reagieren. Und was hat sich verändert? Was denkst du? Ich finde, es ergänzt sich eigentlich super. Er bleibt Genau. wirklich extrem frisch, ist ein super, super Gin Tonic zum Starten. Wo Es man ist schön eben. pfeffrig im Abgang jetzt, also das merkt man auch. Dass der Pfeffer sogar noch ein bisschen mehr rausgekommen. Und Also, Zitrus kommt, finde ich, auch noch mal mehr ja, durch. stimmt. Also in der Nase hat man das Zitrus gehabt, Ja. auf der Zunge beim Vorprobieren eigentlich nicht. Und jetzt durch das Tonic irgendwie wieder. Also gerade so diese Zitronenöle, so ein bisschen. Und ja, je nach Gusto kann man dann eben
so viel Tonic Water hinzugeben, wie man für seinen Gin Tonic bei dem Gin, den man gerade probiert, ihn als Long Drink trinken möchte. Weil prinzipiell geht es um den Geschmack des Gins, nicht prinzipiell um den Geschmack des Tonics. Jetzt haben wir natürlich auch noch andere Tonics, das heißt, man kann auch noch direkt starten mit was anderem, aber wir fangen mal beim Basic an. Beziehungsweise wir machen gleich weiter. Wir schauen gleich den zweiten Gin an. Und zwar fahren wir in die Ferien, sage ich so schön. Unbedingt. Unser zweiter Gin, den wir heute mit euch verkosten wollen, ist der Gin Mare. Jetzt seht ihr schon. Da findet ihr drauf am Etikett Mediterranean Gin. Also wir gehen weg aus dem, ich wollte sagen, kalten London, obwohl ich natürlich vorher gesagt habe, das ist keine Herkunftsbezeichnung. Aber wir gehen weiter in den Süden. Wir bewegen uns weg aus dem Gebiet. Genau, wir gehen viel, viel weiter in den Süden. Wir gehen schön nach Spanien, sogar in die Nähe von Barcelona, wo der Gin hergestellt wird. Und es ist jetzt eben kein klassischer London Dry Gin mehr. Der würde jetzt unter die Kategorie New Western Style fallen. Warum heißt das überhaupt so? New Western Style? Also wir hatten ja vorhin schon gesagt, dass die internationale Definition der London Dry Gin wirklich die Definition ist, dass es ein Destillat mit deutlicher Wacholdernote sein muss. New Western Gin war dann im 17. Jahrhundert, hat sich das entwickelt. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts war die Beliebtheit von Gin groß, auch dem Dry Gin. Und das hat Ende des 17. Jahrhunderts auch schon wieder so ein bisschen abgenommen, dass mit den New Western Gins, eben die nicht mehr London Dry Gins, der Kampf angesagt wurde gegen diese Dominanz von Wacholder. Es muss nicht immer nur nach Wacholder schmecken. Jetzt beim Gin Mare zum Beispiel ist Wacholder mit dabei, aber es sind ganz, ganz mediterrane Aromen eben mit dabei. Wir haben dort schon gesagt, Rosmarin, Basilikum, Thymian, Olive, wo wir eigentlich schon in der mediterranen Küche auch schon gelandet sind. Das ist eigentlich am besten, man probiert das gleich mal im Sinne von, wir stecken jetzt mal zuerst die Nase rein, nicht zu tief, wie du vorher gesagt hast. Genau, nach und nach. Wir riechen auf jeden Fall mal dran. Und das wäre, also ich bin, gut, ich bin eh im Kopf schon in Ferienstimmung, wenn ich an Spanien denke. Aber ich finde auch da, da tauchen dann wirklich so Erinnerungen auf von Meer, Feeling, die schöne Brise. Ich finde es extrem, man riecht extrem diesen Rosmarin raus. Ja. Basilikum auch, finde ich. Wie wenn man Basilikumblätter so kurz anschlägt, damit das Aroma rauskommt. Ja. Basilikum, nehmen wir mal einen Schluck. Sehen wir es? Sehr fein, total weich. Man merkt jetzt so eine leichte Schärfe, die beim Bombay eigentlich nicht war. Und das beim Bombay ist es eben diese Vapor Infused und hier ist es wieder mazeriert. Ja, das merkt man jetzt, stimmt. Hier werden alle Botanicals mazeriert für 36 Monate, glaube ich. Aber es hat einfach dieses, ja, mehr Feeling. Es hat sogar was leicht Salziges. Ja, ich finde auch. Oder? Ich finde, es hat so ein bisschen... So wie Meeresluft. Ja, wie als hätte man irgendwie einen guten Fisch gegessen. So dieses schöne, salzige, es bleibt dann so ein bisschen drin. Also ich vergleiche es gerne mit der Küche, mit der italienischen, spanischen Küche. Sind die Kräuter natürlich immer mit dabei. Ja, das stimmt. Ohne die geht es nicht. Jetzt macht ihr dasselbe zu Hause eben. Wir geben auch ein paar Eiswürfel noch hinein, schauen mal, ob er sich verändert hat. Genau. Und ich finde, er riecht jetzt eigentlich nur noch weicher. Er wird viel angenehmer. Ich finde auch, dieses Rosmarin-Basilikum geht ein bisschen in den Hintergrund und es wird balancierter. Leicht harmonischer irgendwie. Also was bleibt? Dicker Pfeffer. Jetzt kommt natürlich die Quizfrage. Mit was für einem Tonic würdest du es mixen? Dem Pink Pepper. Ich finde, das ist ein schönes Tonic. Wir haben zwar noch gar nicht über Dekoration gesprochen, das machen wir später sicher auch noch. Aber man kann zum Beispiel beim Gin Mare, wo ich jetzt wieder die Küche aufgreife, noch eine Prise Pfeffer mit dazu machen oder auch ungemahlene Pfefferkörner, die einfach für die Nase so leicht das Aroma mitgeben. Und da gibt es eben auch das Pink Pepper. Ich meine, jeder Pepper hat andere Geschmäcker. Ich bin auch Fan vom Kubeben-Pfeffer, jetzt vielleicht nicht beim Gin Mare, aber bei anderen Gins. Das wenn man, du sogar schon, ja? Riecht doch schon pfeffig. Nach dem Pfefferkörner, ne?
Also Legt euch auf da jeden Fall. würdest du es jetzt wirklich, da würdest du es wirklich empfehlen, weil ich habe so das Genau. Gefühl, es hat sich auch so ein bisschen eingeschlichen, dass man in jedem Gin Tonic, den man bestellt, irgendeine Garnitur reingeben muss, sei das Pfeffergurke oder was man halt sonst da drinnen vorfindet, aber das sollte man sich dann schon auch gut überlegen, ob das wirklich zum Gin passt. Wie oft kriege ich die Frage an der Bar gestellt? Ja, fehlt da nicht was? Ja, genau, fehlt da nicht was? Oder was machen Sie in den Gin, in diesen Gin rein? Und da sage ich, gerade wenn die Gäste einen neuen Gin probieren möchten, probieren Sie ihn erstmal so, ohne Dekoration. So, jetzt haben wir Tonic, Pink Pepper. Ja, ist gut. Wir wirklich unterstützt diesen Pfeffer eigentlich noch. Genau. Das ist auch noch ein guter Punkt. Es gibt das Unterstützen, das Ausgleichen und das ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, Dämpfen von den Botanicals, die eigentlich den Gin-Charakter ausmachen. Das heißt, manche Tonics ergänzen sich, manche verstärken auch noch den Geschmack vom Gin und manche, ich will nicht sagen, heben sich auf, aber wenn man jetzt einen sehr, sehr scharfen Gin hat, sehr stark mit viel Ja. Alkohol, ich rede da von 47% oder mehr, könnte man auch ein süßeres Tonic mit reinmachen und schauen, was dann passiert. Dann kommt er vielleicht nicht mehr so scharf rüber, als wenn man jetzt ein trockenes Tonic nimmt. Genau, also soll Also habt anregen zum ihr, ja Experimentieren, wirklich, definitiv. ihr habt drei Varianten, oder? Also ihr seht, wir brauchen auch nicht immer die ganze Flasche, ihr könnt danach wirklich sehr gerne zum Ende hin einfach auch euren Gin, der euch jetzt am besten geschmeckt hat, mit einem anderen Tonic probieren und dann mal schauen, wie sich das verändert. Jetzt haben wir dieses, was wollen wir sagen, Formular. Kein Das Formular, Formular. das Formular, genau. Wir haben das wieder für euch ausgefüllt mit unseren Inputs drinnen, nach was wir oder was wir rausgerochen oder rausgeschmeckt haben. Aber wie gesagt, macht das wirklich für euch daheim zu Hause. Schaut mal, was das, in welche Richtung das geht. Das ist überhaupt nichts richtig oder falsch, sondern es ist wirklich Gar die nicht. persönliche Bewertung. Deswegen macht das wirklich für euch. Gut. Vor allem mit dem Aromarad ist es immer ganz wichtig. Je öfter man das systematisch macht mit so einem Blatt, ich Ja. meine, man kann die sich kopieren, selber zeichnen, wie man möchte. Wenn man findet, es kommen noch mehr Begriffe dazu, die man in Gins findet, kann man die noch dazu schreiben. Also da ist man völlig frei. Man hat oft das Problem, dass man nicht, man schmeckt einen Unterschied von Gin A zu Gin B und kann ihn nicht benennen. Und je Ja, öfter man umso das schwieriger. Aromarad hervornimmt und je öfter man die Begriffe auch benutzt, desto mehr schult man auch, sich direkt zu definieren, welche Geschmäcker man dann auf der Zunge eigentlich hat. Also werden wir das jetzt gleich im nächsten Gin auch probieren. Das, jetzt gehen wir in eine ganz andere Richtung, ja. Sogar von der Farbe her. Ich habe vorher zwar gesagt, Die Gins sind meisten Gins sind normalerweise, klar. genau, sehr einfach, weil sie meistens klar und farblos sind. Also das, wir widersprechen uns jetzt gerade, was der nächste Schirm betrifft. Das wäre ein sogenannter Slow Gin. Nicht von langsam, sondern von Schlehe. In dem Sinne ist er auch ein bisschen langsamer von den Umdrehungen her, denn er hat nur 29%, tut dem Geschmack aber gar nichts ab. Also er ist versetzt mit den Beeren, mit den Schlehen. Die sind süß und sauer. Und dadurch ist er eigentlich auch durch die reduzierte Alkoholmenge ein Likör, ein Gin-Likör, kann man eigentlich sagen. Und ich finde das gerade auch an warmen Tagen, wenn es 35 Grad ist, man Ja. sitzt am See, muss ja nicht immer am Meer sein, kann immer auch am See sein, finde ich den als Gin Ist mal eine andere Tonic, ist mal eine Variante, andere Variante, ja. Muss aber auch dazu sagen, ich mag Slow Gin sehr, sehr gerne, vor allem den Monkey, als Zutat für Cocktails. mit was mixst du es dann? Oder was ist denn so ein Cocktail von dir, mit wo Also ich finde du. ein Gimlet zum Beispiel, das ist ein ganz easy Drink aus Limettenkordial. Das ist quasi ein süßes Limettenkonzentrat, kann man eigentlich sagen. Und viel Eis, das wird dann ein bisschen gerührt und dann hat man einen ganz einfachen Drink, der dadurch einen ganz neuen Charakter gewinnt. Und schmeckt auch ein bisschen süßer, aber nicht zu süß, finde ich. Jetzt habe ich Lust auf Ja. einen Drink Probier nachher. mal, ich bin Ist die gespannt, Frage, was du ob ich, da. vielleicht kriege ich ihn nachher sogar noch gemixt. Nein, also ich bin jetzt extrem. Sonst Klassiker mit Slow Gins ist auch immer ein Fizz, also Gin Fizz mit Slow Gin, super. Also wenn du den zu Hause aufmachst, ich weiß jetzt die kleine Variante, aber schon allein die kleine Variante, der erste Geruch schon aus der Flasche heraus ist
extrem bärig. Das gibt eine richtige Bombe. Also, schon ein bisschen. wenn wir hier das von der großen Flasche ausschenken, man riecht das sofort, diesen bärig, fruchtiges, ja, so süß-säuerlich. Ich weiß Genau, gar nicht, ob und es süß ist oder ob es eher mehr so es hat auch was herb ist. Herb, so was Erdiges eigentlich. Finde ich auch ganz interessant. Genau, süß und Säure. Also man kann es gerne mal direkt degustieren. Also extrem blumig, also geht wirklich Blumig kann man so in sagen, ja. diese schöne, So eine ja, Blumenwiese. florale Richtung. Eben. Das Herbe noch so ein bisschen mit dabei, erdig. Und der ist gar nicht so süß. Finde ich auch. Es ist weniger süß, als man sich das vielleicht vorstellt. Wenn wir alle immer über Beeren und Schlehen und etc. reden, erwartet man irgendwie die volle Zuckerbombe. Das ist es eigentlich nicht. Das ist wirklich schön, schön ausbalanciert. Ich mache mal Eiswürfel rein, weil ich muss sagen, den hätte ich jetzt am liebsten gar nicht mit Tonic. Also ich persönlich würde den am liebsten pur mit ganz viel Eis trinken. Was sagst du? Ich bin jetzt, nachdem er eigentlich gar nicht so süß ist, wie man sich das vielleicht ursprünglich vorstellt, würde ich jetzt dazu tendieren, auch schon allein nur der Farbe mäßig einmal was von den Tonics auszuprobieren, der eben auch so eine schöne Farbe hat und das vielleicht mit Hibiskus. etwas blumigeres mischen. Was meinst du? Finde ich gut. Probieren wir es aus. Bin ich gespannt. Was man natürlich nie vergessen darf, aber das weißt du ja noch besser als wir, ist natürlich, dass es auch extrem auf die Präsentation, auf die Farbe und auf den Drink per se ankommt, oder? Das ist Definitiv. ja unser, Das Auge genau, isst, trinkt mit, das Auge isst isst mit. und trinkt mit, oder? Genau. Und das natürlich jetzt bei so einem Mix schaut das halt auch einfach schön aus. Im Sommerdrink. Macht das schön frisch noch. Jetzt wird er richtig bärig. Also noch viel bäriger als vorher. Also für alle, die Auch gerne der Charakter kommt so. Süße haben, ist das sicher eine sehr gute Variante. Ich finde ihn jetzt tatsächlich weniger süß. Was Ja, denkst du? ich kann es einfach gut vorstellen, wirklich im Sommer so als Alternative dazu. Vor Es allem, weil er eben nicht so hochprozentig ist, wie irgendwie viele andere, also es sind ja doch eigentlich fast alle über um die 43%, ist das sicher mal eine gute Schöne Alternative auch dazu. Abwechslung, ja. Wobei viel lustiger hat mich eigentlich dann Vorschlag mit dem Mit dem Gimlet, Gimlet ja, oder dem. ein Gin Fizz mit dem Also, Slow. beim nächsten Mal, wenn ihr einen Gin Fizz bestellt, fragt nach einem Slow Gin, Lohnt sich. Slow Gin Fizz Genau. und probiert das mal aus. Fein. Schön. Ah, der ist auf 3000 Flaschen limitiert. Der Gin. Pro Jahr. Das heißt, Kaufen. kaufen. Nein, wenn ihr mal seht, unbedingt mal bestellen oder Ja, mitnehmen, zahlt sich aus. einkaufen. Zahlt sich wirklich aus. Lohnt sich. Auch als Überraschung. Schön. Wenn die Leute, die Gäste, die Freunde mal fragen nach einem Gin Tonic, trinken wir einen Gin Tonic auf dem Ja, das ist Balkon oder sonst immer wo. noch mal was Neues, oder was anderes, sagen wir so. Ja, genau. Jetzt haben wir euch als nächsten Gin hier noch mal was anderes und wir bleiben in der schönen Farbwelt, Von weil Rot. genau, wir wissen ja, Pink ist das neue Rot. Von Rot zu Rosa-Rot, genau. Ich nehme den gerade auf die Seite. Und wir fahren schon wieder in die Ferien. Das freut mich eigentlich am schönsten. Also ich finde schon die Flasche alleine erinnert mich schon an Ferien und ich sehe ja da oben, woher er kommt. Wir bewegen uns jetzt, wir gehen nach Bella Italia. Genau, italienischer Gin, in dem Fall mit Grapefruit. Pink Grapefruit und Rhabarber. Also Und von bleiben wir beim Rhabarber kommt Pink. auch die Farbe, oder? Nehme ich Hauptsächlich, stark an. hauptsächlich. Also das ist ja wirklich so ein schönes Hellpink. Wo ich das da drinnen bewege. Grapefruit, also auch etwas sehr Fruchtiges, perfekt für den Sommer, oder? Ja, also Ich machen muss wir gleich direkt mit direkt. der Nase dran schmecken. Dann kann ich weiter philosophieren über den Gin. Also ich finde den super, gerade als entweder der Ja. Slow Gin oder dieser Malfi mit dem Pink Grapefruit. Ich finde den als Sommerdrink genial. Also wenn ihr da jetzt hineinriecht, ich glaube, es gibt wirklich eine Sache, die einfach, das ist das Erste, was einem in den Sinn kommt, und das ist wirklich diese Grapefruit. Schön, wirklich
diese Schale, die man sogar riecht, Auch wenn so man ein so den bisschen frischen Saft leicht, presst, finde ich. auch leicht die Säure von dem Ja. Rhabarber. Und wenn du den Saft Ja, ich presst, kommt finde ja es auch das süß. Öl von der Schale noch so ein bisschen mit durch. Finde ich auch sehr, sehr fein. Ja, gut, du machst es ja auch öfter dann in der Bar mit dem Trick, oder? Die Genau, Zitronenschale auch noch runter zu genau, machen. genau, genau. Kann man das natürlich auch noch verstärken. Also toll. Was schmeckst Als erstes Pink Grapefruit. du? Überlagert, das Rhabarber. überlagert wirklich fast alles. Das überlagert fast alles, ja, fast. Also da sind noch so ein paar ganz feine Aromen dabei. Ich finde auch schon wieder leicht Pfeffer, eine leichte Säure, wobei die schmeckt man ja eher, als dass man sie riecht. Also es ist ein ganz frischer Gin, der eigentlich schon nach Kohlensäure verlangt, sozusagen. Finde ich, kann man aber auch pur mit ein bisschen Eiswürfel trinken. Jetzt sind wir Ja. wieder im Süden. Ah, mehr Eis. Genau, zum Beispiel das. Erstens, wenn es 35 Grad ist oder noch wärmer, Ja. hat man es vielleicht schon gesehen. Wir haben jetzt hier Longdrinkgläser, klassisch Englisch sozusagen. Je weiter man in den Süden kommt, das hat man sicher auch schon öfter gesehen, egal in welcher Bar man war, gibt es auch so Ballongläser. Also wirklich wie Bordeauxgläser. Und das dient eigentlich wirklich dafür, sehr aromatische Gins noch stärker das Bouquet rauskommen zu lassen. Also wenn man die Nase reinhält, hat man hat noch mehr Oberfläche auf der Flüssigkeit, die mit dem Sauerstoff interagiert und dadurch hat man noch kräftiger die Aromen in der Nase und es passt noch mehr Eis rein. Und gerade wenn es warm ist. Ja, das ist schon so. Und da sind wir natürlich wieder bei den fünf Präsentationen. Oder ich meine, wir kennen das ja alle. Wir haben ja alle gerne einen schön aussehenden Drink in der Hand. Da würde ich jetzt wahrscheinlich auch darauf tippen, dass du auch als Barkeeper sagen würdest, ja, das verträgt jetzt irgendwie eine Garnitur. Oder da würdest du sogar noch, um Definitiv. das zu unterstützen, eine Grapefruit-Scheibe dazugeben. Mindestens eine Scheibe. Ja, okay. Ich bin auch total Fan von getrockneten, also wenn man das zu Hause machen kann. So getrocknete Grapefruitscheiben oder Ja. getrocknete Zitrone. Sonst, wenn er noch frischer sein soll, wirklich nur die Zitronenschale, also die Zeste und so ein bisschen das Öl ausdrücken und dann hat man das nochmal verstärkt, also die pinke Okay. Grapefruit nochmal verstärkt. Ganz fein. Das wird der schreit nach Bubbles, nach Kohlensäure. Ja, Mit was für würde. einem Tonic würdest du den jetzt mixen? Ich finde den allerdings, er hat so ein ausgeprägtes Aroma, was man auch Ja. erhalten möchte und gar nicht groß verändern möchte. Deswegen würde ich den eigentlich wieder mit dem klassischen Tonic trinken und viel Eis. Probieren wir das mal aus. Pfeffer, finde ich, könnte auch dazu passen, aber es wäre schade so ein bisschen um den Geschmack, finde ich. Weil ich glaube nicht, dass es sich groß ergänzt. Wenn du Grapefruit und Pfeffer, ich weiß noch nicht, noch ein bisschen Eis. Sorry, ich glaube, wir lassen das mal in der Mitte. Also was sicher Du? passiert ist, man riecht vielleicht den Grapefruit ein bisschen weniger, aber es ist noch immer deutlich da am Geschmack und es ergänzt sich eigentlich sehr gut. Also wird wirklich Es unter sehr, sehr leicht auch und es zum unterstützt Trinken. es. Ja. Pikant haben wir auch geschrieben. Das ist Also schön. wirklich Schönes Wort. eine gute Sommervariante. Ja, definitiv. Und wie gesagt, einfach in dem größten Rotweinglas, was man findet, wenn es wirklich warm ist, dann passt da viel Eis rein. Das Es hat ist jeder von uns zu Hause. Also genau. das hat jeder von uns zu Hause sicher ein Set Rotweingläser. Nicht jeder hat vielleicht irgendwelche Longdrinkgläser oder passende andere Gläser zu Hause. Aber in einem schönen Rotweinglas auch sowas präsentieren, ist sicher auch nicht schlecht, wenn man zu Hause Freunde hat und mal etwas Neues auf den Tisch bringen möchte. Genau. Ich erlebe es auch immer wieder in der Bar, dass die Leute sagen, ah, da ist mir zu viel Eis drin. Ich verstehe, wenn jemand den Drink nicht so kalt haben möchte, dann hat man noch nicht so viel, oder wenn man die Spirituosen pur degustieren möchte, dass sie eben nicht stark verwässern, nicht zu viel Eiswein machen. Aber es ist eigentlich eine Fehlanreize, wenn man mehr Schmelzwasser hat, wenn man mehr Eiswürfel drin hat. Prinzipiell kühlt das schneller runter und es bleibt auch länger kalt. Also natürlich sind mehr Eiswürfel mehr gefrorenes Wasser, aber sie schmelzen nicht so schnell. Wenn man bei über 30 Grad zwei Eiswürfel in einem Drink hat, dann sind die in 30 Sekunden weg. Deswegen ist es noch ganz interessant. Ja, das ist ein guter Tipp. Jetzt, wo die Gern viel Eiswein. hoffentlich der Sommer ja wiederkommt.
Ja, wir sind im Fall schon beim fünften Gin angekommen. Jetzt. Und das ist natürlich jetzt ein Gin, der mich persönlich sehr freut. Man hört das ja schon noch ein bisschen heraus, den österreichischen Dialekt. Das ist jetzt eine österreichische Schweizer Koproduktion. Deswegen schlägt vielleicht jetzt mein Herz noch ein bisschen höher. Wobei Koproduktion muss ich jetzt ein bisschen relativieren. Die zwei Erfinder hinter dem De Freer, wie es der Name so schon sagt, sind zwei Brüder aus Zürich, die da wirklich im Heimlabor Marke Eigenbau sich hingesetzt haben und ein bisschen getüftelt haben. Was könnte man denn noch in so einen Gin hineingeben? Jetzt nicht nur angefangen bei den Botanicals, da haben wir wieder recht viele Botanicals drin, sind 25. 24 werden beim ganz klassischen Maserationsvorgang gemacht, der findet eben in Österreich statt, aber dann kommt das ganze Gemisch wieder zurück nach Zürich und es gibt ein geheimes Botanical nach wie vor. Sie wollten es auch nicht verraten. Wir haben extra nachgefragt, das wäre so toll, aber nein, es bleibt geheim. Von dem her ist das die geheime Zutat, die dann noch in Zürich dazukommt. Deswegen ist es auch ein Zürcher Gin. Was aber sicher drinnen ist, sind extrem viele Kräuter und Wurzeln, unter anderem eben auch Angelika-Wurzel, Kurkuma, es hat Rosenblätter drinnen, es hat hier auch klar Wacholder wieder drinnen, Orangenblüten, glaube ich auch, ja. Orangenblüten, ja genau, also doch einiges, was da auf uns zukommt und ich glaube, den schenken wir jetzt auch gleich mal aus. Oha. Was passiert Jetzt da? fällt uns etwas auf. Ich revidiere mich nochmal, von wegen, es ist immer klar und farblos. Das ist jetzt in dem Fall beim De Freer nicht so. Auch wenn ihr nur als kleines Fläschchen zu Hause habt, das in dem Moment, wo ihr da ausschenkt, seht ihr schon oder es fällt definitiv was auf. Wir haben hier jetzt eine blaue Flüssigkeit. Bei uns schaut das schon so ein bisschen violett aus in der Online-Übertragung. Ich denke, es ist vielleicht wirklich so mehr bläulich. Ja, es ist wirklich ein schön klares Blau. Das ist aber nicht die geheime Zutat, warum das so blau ist. Du weißt, warum das so blau ist oder Genau, woher das kommt. da gibt es so Blüten, nennen sich blauer Tee, umgangssprachlich Ja. heißen aber Schmetterlingserbsenblüten, Ja, wenn ich mich nicht, Schmetterlingserbsenblüten. täusche, genau. Zungenbrecher, Ja. ja. Und das ist keine der geheimen Zutaten. Sie trägt auf jeden Fall zu der Farbe bei. Und es ist eine Blüte, deswegen blauer Tee, weil man kann es auch als Tee aufbrühen. Es ist kein echter Tee, das heißt, es hat auch kein Thein, kein Koffein. Aber es ist einfach mal noch so ein kleiner Twist in die Klassiker von den Gins, von den Botanicals, die man in die Gins machen kann. Es ist wirklich mal etwas, was noch nicht so oft passiert ist, dass jemand wirklich farbige Blüten, die auch das Produkt komplett verändern. Wobei man muss ja verteidigen, dass es nicht die ausschlaggebende Blüte ist. Also die Geheimzutat, die weiß niemand und so soll das auch bleiben. Mach doch mal Eis rein. Mal gucken, wie. Ja, also Er wird irgendwie ein bisschen. natürlich Flüssigkeit wird ein bisschen heller dadurch, oder? Also es reagiert auf jeden Fall nochmal mit dem Eis, mit dem Wasser. Welches Tonic würdest du dafür Wir haben nehmen? noch gar nicht dran gerochen. Ah ja, stimmt. Wir sind so begeistert von der Farbe, dass wir vergessen haben, unseren Ablauf zu machen. Nein, ich habe das vorher, wir haben es vorgeschlagen, da ist extrem viel Kräuter, extrem viel Aroma. Also, Ja. Also es ist sehr blumig, das merkt man. total. Man hat auch eine gewisse Schärfe noch so ein bisschen mit dabei. Deswegen auch wieder mit Eis, glaube ich, ist er viel, viel weicher und viel angenehmer, als wenn man ihn pur probiert. Also generell Spirituosen kann man pur probieren und wenn man sie neu kennenlernt, auch unbedingt. Was sagst du?
finde es extrem. Also, es geht sehr in die fast schon krautige Richtung, oder? Krautig. Man schmeckt diese ganzen Wurzeln raus. Einfach eine total spannende Kombination. Es ist ein gewiss, also leicht komplexer Gin, finde ich. Man kann es nie so genau in eine Richtung definieren. Also er Ja, reißt einen wirklich so ein ja. bisschen hin und her von den Geschmäckern. Diese Wurzeln, es gibt Leute, die reagieren auf Moschus, also, beziehungsweise können Moschus riechen. Da könnte man jetzt auch meinen, es geht so ein bisschen in die Richtung, weil es so Ja, dieses stimmt, ja. Erdige Ja, etc. ja, ja. hat. Da gibt es Leute, die auf den ersten Moment, oder, riechen das und sagen, es geht in die Richtung. Ich finde schon, es geht wirklich so ein bisschen in diese erdige Richtung hinein. Jetzt ist da natürlich die große Frage, mit was mixe? Was würdest du vorschlagen? Was würde dich interessieren? Also ich würde jetzt ja das fast mit einem Pink Pepper noch probieren, weil ich finde, Pfeffer ist da. Könnte das noch Schön. unterstützen, ne? Ja, probieren wir es mal. Klingt gut. Muss nicht sein, aber. Jetzt Oha. müssen wir nochmal nachlernen. Nein, ich habe das zu Hause auch gemacht. Probiert das mal aus. Ihr seht, was jetzt passiert. Das ist so ein bisschen die Überraschungspackung des Abends. Die Jungs haben sich immer schon was dabei überlegt. Haben sich dabei was überlegt, dass es in einer Farb- bzw. lichtundurchlässigen Flasche kommt, weil natürlich auch der Gin mit dem Licht noch reagiert. Und jetzt natürlich auch mit dem Tonic, der dazu gekommen ist. Jetzt wird das Ganze so ein, bei mir hat es jetzt so eine Violett, ja. hellviolett, ja, hell-lila Farbe. Also auch da, falls ihr den Gin noch nicht gekannt habt, sicher mal ein netter Drink für zu Hause zum Ausprobieren. Falls man das mal mit Freunden genießen möchte. Ich glaube, gibt schon noch einen Überraschungseffekt. Das ist auf jeden Fall ein Highlight. Und du unterstützt es schön, finde ich. Also wenn da Pfeffer mit dabei ist, dann holt ihr den nochmal hervor. Oder gibt es eben noch dazu und es ergänzt sich wirklich gut, ohne andere Geschmäcker wegzunehmen. Also ich finde, es passt gut, ja. Ja. Genialer Gin. Also alle Gins, muss man jetzt Alle fairerweise Gins, sagen. alle Gins. Aber wir haben jetzt auch eine Bandbreite kurz abgedeckt. Ja, wir haben es wirklich in extrem schneller Zeit durchgemacht und sind jetzt eigentlich auch schon am Ende. Jetzt habt ihr da natürlich so fünf angefangene Gläser bei euch stehen oder so halb angefangene Flaschen bei euch stehen. Wir haben es ja ganz am Anfang schon gesagt. Ihr dürft das jetzt natürlich gerne zu Hause noch vertiefen, euch vielleicht den ein oder anderen Gin Tonic auch noch gönnen und probiert mal aus, wenn ihr noch in den Gin-Flaschen was drinnen habt, das mal mit einem anderen Tonic zu mixen. Das waren ja jetzt ja unsere Ideen, unsere Vorschläge oder unsere Empfehlungen, die wir gebracht haben, was halt uns auch am besten schmeckt oder gut schmeckt. Das sei natürlich dazu gesagt, dass das jeder selber zu Hause ausprobieren möchte. Unbedingt soll. Ja, Also, unbedingt soll. wir Und sollen wirklich falls jetzt ausprobieren. jemand Geschmack bekommen hat, nicht nur ein kleines Fläschchen zu haben, sondern vielleicht den einen oder anderen auch noch in groß für die Hausbar zu Hause zu bestellen. Für den haben wir jetzt noch eine gute Nachricht. Wir werden jetzt gleich im Anschluss noch ein paar Gutscheine für Just Drink verlosen. Da hat es noch einen Haufen anderer Gins drauf. Also wirklich, schaut mal rein, probiert das mal aus. Zahlt sich auf jeden Fall aus, auch mal eine andere Kategorie zu probieren. Jetzt eben nicht nur beim klassischen London Dry zu bleiben, sondern dann mal wirklich in eine mediterrane Richtung zu gehen. Einen Slow Gin haben wir vorher gehört oder vielleicht wirklich einen Pink Gin auszuprobieren. Also das ist dann sicher nicht schlecht. Genau. Aber Also. jetzt zurück zum Quiz. Wir haben gedacht, wir testen mal, ob ihr gut zugehört habt. Nach dem Motto, der Schnellere ist der Geschwindere. Ihr dürft eure Antworten in den Chat hineinschreiben. Wir haben hinter dem Screen zwei tatkräftige Helfer sitzen, die uns dann sagen werden, falls die richtige Antwort schon eingetroffen ist. Und die Gewinner werden auch dann direkt im Chat informiert und ihr bekommt dann den Gutschein nach Hause geschickt. Ich habe es vorhin schon gesagt, und, was habe ich gesagt? 30 Franken, oder? 30 Franken 30 Gutschein. Franken. Also pro richtige Frage, beziehungsweise der Erste, der die Frage richtig beantwortet, bekommt einen 30 Franken Gutschein. Ja, und ich würde sagen, wir starten.
Frage 1. Was ist das wichtigste Botanical, was in jedem Gin vorkommen muss? Das wäre die wichtigste und die erste vorangestellte Frage einer Gin-Degustation eigentlich, würde ich mal so sagen. Also es gibt eines, wir haben es ganz am Anfang erwähnt, das ist wirklich ein Muss. Wir haben es sogar hergezeigt. Ja. Wir haben es auch dabei gehabt. Es war in dem Aromakoffer, genau. Es war in dem Aromakoffer, genau. Und das muss in einen Gin kommen. Ich probiere nochmal. Vielleicht fällt es mir dann ein. Wir riechen nochmal dran. Es gibt noch ganz viele andere. Jetzt hören wir gerade. Richtige Antwort ist gekommen. Sehr gut. Richtige Antwort ist Wacholder. Herzlichen Glückwunsch. Wir sehen leider den Chat nicht, aber herzlichen Glückwunsch an den, der die Frage richtig beantwortet hat. Von dem her, Gutschein ist unterwegs. Die zweite Frage. Was war die zweite Frage? Wir machen es ein bisschen spannend. Schwieriger. Ja, spannender. Spannend. Schwieriger. Ihr mögt euch erinnern, wir haben über verschiedene Herstellungsverfahren geredet beim Gin. Ganz am Anfang. Genau. Darunter, wir haben nur die drei wichtigsten aufgezählt. Darunter eines, was im Englischen Vapor Infused Verfahren heißt. Was meinen wir damit? Ihr dürft auch nochmal schnell auf eure kleinen Flaschen schauen. Es wird euch auffallen. Auf einer von den Fläschchen steht das sogar drauf. Vapor Infused. Wer von euch hat gut zugehört und kann... Das war das Caterhead Still-Verfahren. Und kann in den Chat hineinschreiben, was wir genau damit meinen. Das ist jetzt keine so leichte Frage, aber für solche Sachen kann man dann natürlich auch immer schön aufdrücken. Wenn man das nächste Mal eine Ginflasche in der Hand hat und man sagt, ah ja, das ist eben... Genau dieses Verfahren, von dem wir reden. Ich probiere. Perfekt, wir haben die richtige Antwort, sehe ich gerade. Probieren wir den Vapor Infused Gin. Probieren nochmal. Vielleicht musst du ihn nochmal mixen mit einem anderen. Also, richtige Frage ist da. Herzliche Gratulation. Wir lösen schnell auf. Wir reden hier von dem Dampfinfusionsverfahren, wo in einem Korb, also die Botanicals in einen Korb gehängt werden und dann strömt der Dampf durch und so gelangen dann die Aromastoffe in den Gin. Genau, der Dampf nimmt die Aromastoffe mit genau. In das Destillat. Genau. Sehr gut. Letzte Frage, letzte Chance. Last but not least. Was ist das? War das das Maximum? Ja. Ja, wir haben, also Maximum. Maximum kann man eigentlich nicht sagen. Du hast es so schön verglichen, weil. Ja, genau. Mit dem Wasserfarbmarker. Genau. Es gibt ja ganz viele verschiedene Geschmäcker. Vielleicht hat das auch jemand gerne, wenn auf einmal 100 verschiedene Botanicals drin sind. Aber wir haben schon auf etwas hingedeutet, was so die maximale Anzahl ist. Wir haben ja auch einen Gin heute verkostet, der schon sehr, sehr nahe an diese maximale Anzahl herangeht. Schauen wir mal, ob ihr euch da noch dran erinnern mögt. Was ist die maximale Anzahl? Ja, wie viele es sind. Wie viele Botanicals? Muss nicht auf die Zahl genau sein, aber sicher mal gut gerundet. Roundabout, wie man so schön sagt. Sollen wir einen anderen nochmal? Sollen wir probieren? Welchen? Das ist ja dann immer schade, wenn man so eine Degustation macht und dann hat man einfach so viel fünf verschiedene angefangene Gläser und am liebsten würde man natürlich alle austrinken. Ja, wir haben die richtige Antwort. Bekommen wir gerade von unserer Regie mitgeteilt da hinten. Also, rund 50. Moritz hat es ganz am Anfang auch einmal erwähnt. Da kommen doch schon einige zusammen, die dann wirklich ein sehr schönes Aroma ausmachen. Genau, und dass das harmonisch wird, bedarf es einfach wirklich auch der Kunst beim Destillieren. Man fängt vielleicht mit 12, 15 Botanicals an und dann steigert man sich nicht einfach 50 Botanicals, wer selber mal destillieren möchte. Sehr gut. Das machen wir dann in einer nächsten Folge. Genau, Destillationskurs. Wie destilliere ich selber? Genau. Aber Wacholder ist... Ich hole es mal. Wacholder. Genau.
Wacholder ist ein Strauch und das sind kleine Beeren. Wir haben sogar da, vielleicht kann man das sogar schnell zeigen. Genau. Also aus was Wacholder ist wirklich ein Strauch, der so Beeren hervorbringt. Das sind so kleine Beeren. Man kennt sie vielleicht aus der Küche auch. Ja. Gerade in der Herbstzeit, wenn das Ja, Wildmenü genau, wieder wollte ich jetzt auch gerade anfängt und sagen. man setzt eine Ja. Jus an, beziehungsweise kocht eine Soße dazu, dann kommen meistens zwei Komponenten rein: Lorbeerblätter und Wacholderbeeren. Ja, stimmt. Und von daher kennt man sie eigentlich, gibt es frisch und getrocknet. Genau, Findet das es eigentlich wäre auch Wacholder. in jedem Coop oder Migros oder so zum Mittlerweile Kaufen wahrscheinlich in schon. kleinen, Also also zahlt sich auch aus. auch dank der steigenden Beliebtheit von Gins und den Ja, Home-Bars, sage stimmt. ich mal, kann man jetzt schon immer öfter so die Ja. wichtigsten Essenzen von den Gins kaufen. Und kann die auch mal als Deko benutzen. Also nicht nur, dass es gut aussieht, in dem Moment, wo sie ein bisschen aufweichen, gibt das auch wieder Geschmack ab. Und ja, jeder kann ein Barkeeper sein zu Hause. Also einfach mal ausprobieren. Mal ein anderes Tonic nehmen als das man kennt. Mal ein bekanntes Rezept von einem Drink, den man gerne trinkt, mit einem anderen Gin probieren. Das haben wir auch gelernt, von London Dry bis New Western sind da keine Grenzen gesetzt. Unbedingt mal Unbedingt probieren ausprobieren. und auch Freunde überraschen mit seinen Entdeckungen. Sagen wir es mal so. Sehr gut. Ich glaube, wenn wir keine Fragen mehr im Chat haben, dann würden wir uns an der Stelle verabschieden. Es hat super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können und gönnt euch jetzt vielleicht nachher noch den ein oder anderen Gin Tonic ganz gemütlich zum Austrinken zu Hause. Wir haben ja heute spielfrei, also ihr müsst jetzt nicht nochmal schnell irgendwo hinhetzen, sondern könnt in Ruhe euch die Gin Tonics gönnen. Und ja, uns hat es gefreut. Definitiv, ja. Hat Spaß Wir gemacht. hoffen, wir haben euch ein bisschen was Neues gezeigt. Und wie gesagt, für diejenigen, die mal gerne auch was Neues für die Hausbar zu Hause besticken wollen, schaut vorbei. Schachtring hat das Bar noch Sachen drauf. Und dann kann man das zu Hause mal immer wieder mal ausprobieren. In diesem Sinne, ganz schönen Abend euch. Und wünschen auch schon ein schönes Wochenende. Genau, jetzt schon ein schönes Wochenende. Wir Oder? drücken morgen natürlich ganz fest die Daumen. Dürfen wir noch dazu sagen, ne? Morgen am Abend geht es dann wieder los, sitzen wieder alle vorm Fernseher. Von dem her jetzt schon ein ganz schönes Wochenende. Es gibt noch.